man sieht, bin ich auch schon wieder zurück und habe Rico tatsächlich nochmal geschafft, ja, auf 10 Level höher zu kriegen. Die anderen nicht, weil ich glaube, das ist auch auf der Hand, sind schon ein bisschen, ne, OP. Deswegen haben wir nicht so aufgestiegen, zumal ich ja auch Rico als Einzige tatsächlich immer mit im Kampf hatte und die anderen halt immer ausgewechselt hat, je nach Gegner. Und ich denke mal, das liegt auch daran, weil die halt schon vor 15 Level waren und halt 0. So. Wollen wir es denn machen? Oh, Snoopsy. Was war denn eigentlich hier? So Level 3 Sprung. Okay. Dann wollen wir hier unten hin. Und ich mach das halt auch nur, damit sie wenigstens ein bisschen was hat. Also es ist komplett nutzlos. Auch wenn die Dings hier... Ja. Es ist halt auf sie hier zugeschnitten, der Pfad, der Weg. Und deswegen gehe ich auch nicht so lang. Und ein paar HP bekommen und alles. Ja. Da nochmal hin. Eingehen. Und nochmal. Schick. So, nichtsdestotrotz würde ich gern, ja, auch alle jetzt mal ein bisschen wieder auf Null bringen, weil wir den anderen aufgehen. Dass ich mich da nicht verwirre. Das nächste Mal trainiere, dass die anderen schon, ja, so weit sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen logisch, oder? Wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Irritiert mich dann, würde mich halt irritieren, wenn die anderen nicht im Tier fliegen und so. Ja. Wenn es dumm ist. Wieder zurück. Ja. Ja, und auch deswegen, weil ich ja sowieso dann wieder hier bei manchen wieder auf den Punkt kommen muss, wo ich hin wollte. Ach, fährt ja sowieso nur ein. Okay. Fährt hier hin. Weghaft. Ah, mit Orin hat wieder ein paar mehr. Ja, irgendwie, die kriege ich immer locker hoch, aber ist halt auch Main-Spielcharakter, also ab dem Zeitpunkt, wo er dazu kommt, benutze ich ihn halt really oft. Ja. Keine Ahnung warum, das war schon früher so, dass ich ihn eigentlich grundsätzlich immer irgendwo mit im Team hatte. Weil er wahrscheinlich auch die besten Stats hat. Stärke Stats und immer Draufballer. So, er ist von mit an der schnellste. Vorankommen. Da wollte ich zurückgehen. Und hab mir jetzt alles kaputt gemacht. Nee, ne? Hab ich schon gemacht, ne? Ich bin schon zurückgegangen. Ja, ich war schon zurückgegangen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Dann hätten wir wieder alles. Und wieder speichern. Um. Spielstand. Ach ja, und Assassin's Creed, ja. Das hab ich schon nicht eigentlich versprochen. Oh, nee, ey. Ist jetzt vollständig runtergeladen, also ich werde jetzt nochmal spielen, weil ich, also hier Quantum, weil ich gerade Bock drauf habe, aber dann die nächste Aufnahme ist ja schon bis wieder Assassin's Creed. Aber jetzt ist es auch viel zu spät und es ist auch so, ich bin so müde und das passt hier ganz gut, das ist ganz ruhig. Ja, auch gerade mit diesen eh schon nicht aufnehmbaren Grinding-Sessions nebenbei so ein bisschen runterkommen. Und ich freue mich schon richtig, wie es da weitergeht, also in Assassin's Creed. Weil die Story hier kenne ich zum größten Teil noch. Aber halt in Assassin's Creed komplett null. Keine Ahnung, ist halt komplett neu für mich. Und ich habe ganz schön viele Bot-Wiederholungen drin. Da könnt ihr gleich sehen, wie ich die ganze Zeit versucht habe zu leveln. Und ich habe herausgefunden, dass ich... Oh fuck, ich
Ich habe den falschen anvisiert. Ah, nein! Ich wollte eigentlich den Big Boss, den ich normalerweise mit Aura mache, habe ich die letzte Zeit ganz gut mit ihm weggekriegt. Ah, nee! So. My turn now! Ja. Ha! Oh yeah! Schön. Das wollte ich machen. Na, guck mal. Bech. Eigentlich ist guter Alchemy. Er ist eigentlich nicht ganz so stark wie Oren, aber kommt dem schon ganz nah. Er ist halt auch so. Geht so in die Richtung Tank, ne? Rico und Kimari auch mal wieder ein bisschen Erfahrung generieren hat. Ich wollte es vorne machen. Natürlich ganz toll. So Flugviecher, wo ich Walker reinholen muss. Yay! Okay, dann holen wir dich mal rein. You called? Nein. Niemand hat gerufen. Kannst dich gleich wieder verpissen. Ich hab jemanden gerufen. Spaß. Bisschen sarkastisch muss ja sein, ne? Hier war doch was, ne? Oder? Irgendwas war da. Komm jetzt in diesen blöden Wald, den ich gleichzeitig gehasst habe und gemocht habe. Also ich fand ihn super wunderschön, aber irgendwie hält mich, glaube ich, drin verirrt, meine ich. So, noch zu wissen. So, jetzt Vorzeigeschlag. Dankeschön. So. Dann machst du ihn fertig. Ja! Nee, du hast nichts gesagt. Muss ich dich leider enttäuschen. Hier geht's nicht an den Seiten hoch. Ich sollte mal auf die Minimap gucken. Ja, wir sind da. Guadu Salam. Ist doch noch nicht da, wo ich dachte, dass ich da bin. Wow. Krass, was aussieht. Oh, ich glaube, ich hatte gerade den falschen Speicherstand im Kopf. Da ich bin auf der PlayStation 3 auch so weit gewesen. Ja, genau an der Stelle war ich bei der PlayStation 3, bei der Donnerstippe danach. We have been expecting you, deswegen Lady war ich Yuna. Im Kopf die ganze Zeit. Welcome to Guado Salam. Hi. This way, my lady. This way. This way. Me? Whoa. Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Ich fand das schon von Anfang an unsympathisch. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Ja. Ausrüstung umbauen. Rico, die Albert gehört nun der Leibgarde an. Deswegen können Waffen und Rüstung jetzt durch Umbau verstärkt werden. Sehen wir uns an, wie dies funktioniert. Hab ich total verdrängt. Man kann Abilities umbauen, indem man Abilities hinzufügt. Stimmt, und das war das mit diesen leeren Feldern. Verwenden Sie beim Umbau diverse Items, um Abilities mit Ihrer Ausrüstung zu verbinden. Wählen Sie die Ausrüstung, die Sie umbauen möchten. Es gibt allerdings Ausrüstungen, die sich nicht umbauen lassen. Befindet sich in der Ability-Liste unten rechts ein freies Feld? Ist ein Umbau möglich? Wenn nicht, dann nicht. Hier. Das heißt, kein Umbau ohne freie Felder. Es gibt auch Ausrüstungen, die sich trotz freier Felder nicht umbauen lassen. Nun. Wählen Sie die gewünschte Ausrüstung. Eine Liste mit verfügbaren Abilities öffnet sich. Rechts oben sehen Sie auch das Item, das benötigt wird. Links steht die Anzahl der Items, die sich im Inventar befinden. Rechts die Anzahl der Items, die nach dem Umbau übrig bleiben. Ein Umbau kostet Sie Items. Verfügen Sie nicht über die benötigte Menge, wird die Ability in Grau angezeigt. Ja. Und ist nicht anwählbar.
haben sie erstmal die Ability gewählt. Wenn sie gefragt, ob sie sich ganz sicher sind, mit ja bestätigen sie den Umbau. Echt? Wirklich? Ab und zu kommt es vor, dass sich der Name der umgebauten Ausrüstung verändert. So viel zum Umbau der Ausrüstung. What would you do without me? Okay. Cool. Ich glaube, ich habe das nie gemacht. Hups. Ich mache erstmal die Story, bevor ich mich hier Wow. Das hasse ich, wenn die PlayStation das macht. Blue Screen. Mach das nicht, PlayStation. Du bist noch nicht so alt. Ah ja, das war das hier, ne? These are the past leaders of the Guado. They all look the same. Maester Seymour doesn't look like them, though. Don't you know? The last leader, Maester Jiskel, wed a human woman. She was Seymour's mother. Er ist halt nur zur Hälfte ein Guado. I don't like the smell of this one, eh? Ja, ich fühle mich hier auch nicht so wohl. Das, glaub mir. Ups. Stay close to Yuna. Okay. Rico? I wonder what smells so nice. Okay. Kimari not like me. Yeah. Yuna. Okay. This way, please. Wow. Aber das Gebäude fand ich damals schon echt krass. Im Gebäude lag es tatsächlich nicht, dass ich den Ort nicht mochte. Es war halt was anderes, dieses Feeling. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. Mhm. Ja. I get the feeling he called us up here for more than just dinner. There's no temple here in Guado Salaam, see? Mm-hmm. Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkin, too? Well... There are many things I do not know. Your Xanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah. Yeah, I know. Also mit Oren. Stay on your guard. Yeah. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Xanarkand. Ah. Tja. Kimari, speak no more. Oh, come on. This is good. Das ist lecker. What could it be? Ja. Sieht schon krass aus, ne? Truly, it is good to have guests again. Dieses Lachen ist trotzdem. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? Yeah. He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together.
ziemlich But that glücklich. Is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights Guck mal, the way for all Finger the people to Spira. That is ich enough sagen, trouble. Aber, ne? Must I always endure Seymour such praise? Aber es ist nicht der Grund, warum ich den misstraut habe. Das ist Welcome. Gründe. Ich mochte ihn ja wanted vorher. To see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Wow. Oh, ich liebe die Katzen. Die sind so cool. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Zanarkand? Correct. Zanarkand, as it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Zanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Yuna Leska, vielleicht? Ich meine, sie war's. War sie's? Oder meinte jemand anderen? Weil ab da an ging es ja eigentlich auch hauptsächlich um Yuna Leska und ihren Rita. Lady Yuna Leska. She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Yuna Leska did. However, Lady Yuna Leska did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Yeah. Oh, die war nur halbnackt angezogen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Dass er ihr das ins Ohr flüstert. Er will sie heiraten. Und sie wird ganz rot. Weil sie hat sich ja eigentlich in die das verknallt, ne? Aber es wäre ja halt schon... Ja. Ja. Das war sehr laut. Hier wird ganz warm. Wow, your face is beet red. You okay? Ja. He asked me to marry him. You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. Mm-hmm. No.
all summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Eigentlich wollte sie, glaube ich, ja sagen und dann kommt etwas Schlechtes raus und ja, ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Wie echt? Er hat ihn auf irgendeine Weise durchschaut. Er weiß, was Yuna, the High Summoner's daughter. Seymour, the leader of the Guado. Married in the name of Yevon. Overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Auron says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? Yeah. What? No way. We gotta defeat Sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira, if it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this, but I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat Sin. Like Braska before you. Und darauf hofft er sogar. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the Far Plane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? Tja, das hat zu dem Zeitpunkt nichts zu bedeuten, weil, es da noch ein riesengroßes Geheimnis gibt, das du alleine noch nicht kennst. So, wollen wir mal reingehen. Wie gesagt, ganz genau, zwei Leute wollen nicht mitkommen. Bestimmten Gründen, die nicht gesagt werden. Question about this Far Plane. Yeah. When somebody dies, a summoner sends them to the Far Plane, right? So their souls, or whatever they are, they go to the Far Plane, right? But that's the Far Plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? Nein. You thinking those funny thoughts again, yeah? You'll see once we get there. Aren't you coming? I do not belong there. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the pyreflies react to them. They take on the form of the dead person,
An illusion, nothing else. Hmm. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Tja. Aber wir gehen rein! Weil wir gucken uns das Ganze an. Geh rein! Geh rein! Man muss dich erst schubsen. Geh doch. Und jetzt guckt euch mal Shapu an. Er sieht überhaupt nicht aus wie Tidus. What the? Und ich habe mich nochmal gefragt, ob das überhaupt noch in deren Welt quasi ist. The Farplane was cool. But I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they looked so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Tja. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. Huh? I gave up the game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about? I gave him your sword. He likes it. Huh? Wundert nur, dass Lulu nicht da ist. Bei ihm. Ja, okay. It's okay. He is dead, and I am still alive. Coming here really makes that clear. Mm-hmm. I should focus more on what I have to do now. What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but don't be others. Hmm. That's a possibility. Hmm. How about Waka? What, me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, spoiler. I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. Tja. Können wir mal zu Yuna rüber? So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day. My father had defeated Sin. And the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jekt. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you.
He isn't here because he's not dead. He's Sin. Aber seine Mutter. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there! That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. Yeah. It's okay. I think I just... figured something out. What? Why I hate my old man. Ich nehme mal so ein kleines bisschen eifersüchtig, ein kleines bisschen jealous. See, so I told him what I thought of him right there. What, really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she all right? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. Yep. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't. Oh, man. I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Yeah. Well, need some more time. No. I'm ready. Oh, did I miss something?